Willkommen zur nächsten Folge von Rechnerstruktur TV. In dieser nächsten Folge von Rechnerstruktur TV möchte ich Ihnen etwas erzählen über die weitere Vorhersage der Entwicklung der Technologie und wie wir erwarten, dass davon die Prozessortechnologie beeinflusst werden und indirekt auch, wie wir erwarten, dass davon die Programmierung beeinflusst wird. Zunächst einmal habe ich hier noch einmal eingefügt eine Folie aus einer neueren Ausgabe der ITRS Roadmap. Dieses ist 2015 die letzte verfügbare Ausgabe der ITRS Roadmap. Und Sie sehen hier, dass noch einmal bestätigt wird, dass die Taktraten künftig nicht mehr so stark steigen sollen, wie das in früheren Jahren noch vorhergesagt wurde. Wir sehen hier, dass man 2001 noch davon ausgegangen ist, dass man mit einer Skalierung der Taktraten rechnen kann. Und wir sehen hier, dass im Laufe der Zeit aufgrund von zunehmenden Einschränkungen diese Steigerung der Taktrate immer geringer eingeschätzt wurde. Wir sehen hier, dass diese Steigerung der Taktrate hier nur noch mit 4% pro Jahr angegeben wird. Wir hatten bereits früher eine Folie, wo mit 1% pro Jahr dann gerechnet wurde. Dieses 1% ergab sich auf der Basis aktuell verfügbarer Prozessoren. Nimmt man hier die Vorhersage, so liegen die Werte offensichtlich ein kleines bisschen größer. Wenn wir jetzt sehen, dass man Performance nicht mehr mit Hilfe von steigenden Taktraten erhöhen kann, dann kann man nur noch auf eine zunehmende Anzahl von Prozessoren setzen. Wir sehen, dass gemäß dieser Grafik der ITRS Roadmap man erwartet, dass man tatsächlich weiterhin die Performance hier gemessen in Teraflops, in Milliarden Gleitkomma-Operationen pro Sekunde, dann tatsächlich weiter erhöhen kann. Und der Schlüssel dafür soll darin liegen, dass wir hier einerseits eine zunehmende Anzahl von quasi Hauptprozessoren im Sinne von Intel x86 Prozessoren haben werden. Auf der anderen Seite werden wir zunehmend auch weitere, einfachere Prozessoren haben, wie wir sie ähnlich in Grafikprozessoren heute bereits finden. In dieser Kombination wird eben erwartet, dass man dann tatsächlich eine derartige Steigerung der Performance erreichen kann. Diese Vorhersage gemäß ITRS Roadmap von 2011 zeigt, wie insgesamt sich die Anzahl der Komponenten erhöhen soll. Wir sehen hier als Referenz eingetragen die Steigerung gemäß Moore's Law. Nachdem die Anzahl der Komponenten sich alle 2 Jahre verdoppeln soll. Wir sehen hier, in Bezug auf DRAM kann man diese Rate nicht ganz einhalten. Wir sehen hier, dass es immer gewisse Sprünge gibt. Das liegt daran, dass man hier jeweils immer Übergänge in der jeweiligen Technologie hat und dann bei der jeweils neuen Technologie eine Weile lang auf der Basis von ähnlichen Randbedingungen weiter produziert. Deswegen hier immer diese Stufen. Wir sehen aber im Bereich von Flash-Technologien, dass hier die Steigerungsraten zunächst höher liegen, bis auch diese Steigerungsraten hier langsam dann einer Sättigung entgegengehen. Wir sehen aber, dass die Sättigung hier bei beeindruckenden 1 Terabit pro Speicherchip liegen. In diesem Fall handelt es sich um sogenannte MLC-Flash-Speicher. MLC steht dabei für eine Technologie, wo in jeder einzelnen Kapazität über Analogtechniken mehrere Bits gespeichert werden. Wir sehen hier anhand der schwarzen Linien, dass die Größe der Chips hier mehr oder weniger konstant bleiben soll, weil eine Erhöhung der Chipfläche insgesamt sich als sehr unökonomisch herausgestellt hat. Wir können hier im Sinne einer Vorhersage der weiteren Entwicklung auch sehen,
wie man die Anzahl der Transistoren bei Prozessorchips einschätzt. Sie sehen auch hier, dass wir hier eine weitere Steigerung erwarten, wenngleich diese weitere Steigerung tatsächlich auch nicht mehr ganz dem ursprünglichen Mooreschen Gesetz gemäß erfolgt, sondern hier etwas niedriger ausfällt und hier bei circa dem Faktor 2 innerhalb von 3 Jahren liegt. Insgesamt kann man die Frage stellen, wie viele Kerne, wie viele Rechenkerne werden es dann werden? Eine entsprechende Vorhersage hat man an der EPFL in Lausanne versucht zu treffen auf der Basis von publizierten Daten für Intel-Prozessorchips. Und man hat sich hier bezogen auf eine bestimmte Fertigungstechnologie, auf eine 22-Nanometer-Fertigungstechnologie, bei der die Leitungsabstände bei 22 Nanometern liegen. Man hat hier überlegt, wie viele Prozessoren man auf einem solchen Chip dann fertigen kann und wie viele man aufgrund von verschiedenen Randbedingungen dann tatsächlich sinnvoll betreiben kann. Auch hier hat man angenommen, dass die Gesamtfläche der Chips mehr oder weniger gleich bleibt, aufgrund der eben schon erwähnten ökonomischen Randbedingungen. Wir stellen dann fest, dass man recht viele Prozessoren auf dieser Fläche realisieren kann. Wir haben hier um die 200 Prozessoren, die realisiert werden können, wenn wir keinen Cache vorsehen. Wenn wir wenn wir die Fläche für den Cache immer weiter erhöhen, dann reduziert sich natürlich dementsprechend auch die Anzahl der Prozessoren, die wir hier fertigen können. Allerdings geht man auch hier davon aus, dass wir auf vernünftige ökonomische Art und Weise maximal 130 Watt Wärme von diesem Chip abführen können. Und wenn wir dann überlegen, wie viel Wärme bei dem einzelnen Prozessor frei wird, vorausgesetzt wir takten ihn mit einer erwarteten maximalen Taktrate von 10 Gigahertz, internem Takt, dann stellen wir hier fest, dass man hier viele Kerne gar nicht nutzen kann, weil insgesamt diese Grenze von 130 Watt dazu führt, dass man bei Nutzung aller Kerne die Wärme gar nicht abführen kann. Wir sehen also, wir können viele Kerne dann auf einem Chip unterbringen, aber nur wenige davon können wir bei der höchsten Geschwindigkeit dann verwenden. Man spricht in diesem Sinne von dem sogenannten Dark Silicon-Effekt. Dark Silicon bedeutet, dass beispielsweise bei einer Betrachtung im Infraroten dann nur ein Teil der Prozessoren hell wäre, weil nur ein Teil der Prozessoren überhaupt mit Strom versorgt wird. Man kann versuchen, mehr von diesen Kernen zu betreiben, indem man insgesamt die Spannung reduziert und demzufolge natürlich auch, wie man das machen muss, die Frequenz reduziert. Wir sehen, umso kleiner die Frequenz, umso niedriger die Spannung, umso mehr von diesen Kernen können wir bei Beschränkung auf 130 Watt tatsächlich betreiben. Wir sehen, dass diese dunkelblauen Linien hier immer weiter nach oben kommen. Allerdings ist es so, dass wir hier bisher angenommen haben, dass wir eine unbeschränkte Bandbreite haben bezüglich der Kommunikation zwischen den Chips und ihrer Umgebung, insbesondere zwischen den Chips und dem Speicher. Wenn wir auch berücksichtigen, dass wir bei den aktuellen technologischen Randbedingungen nur in begrenzter Art und Weise mit der Umgebung kommunizieren können, dann stellt man fest, dass es hier eine weitere Grenze gibt. Das ist hier die sogenannte Bandbreitengrenze. Die Bandbreitengrenze geht hier, erlaubt hier immer größere Steigerungen, wenn wir hier größere Caches vorsehen. Das basiert auf der Tatsache, dass wir hier typische Lasten auf Webservern und ähnlichen Anwendungen dann voraussetzen und dass wir für solche typischen Anwendungen dann hier sehen, umso mehr Cache wir haben, umso weniger wirkt sich die begrenzte Kommunikationsbandbreite mit der Umgebung aus.
Dieses Blaue ist hier, wie gesagt, die Bandbreitengrenze bezüglich der Kommunikation. Auf der anderen Seite haben wir hier die Nutzung von Prozessoren bei einem optimalen Takt. Wir müssen hierbei berücksichtigen, dass wir hier als Größe in der Vertikalen nicht mehr die Anzahl der Prozessoren betrachten, sondern insgesamt den Faktor, um den wir insgesamt unsere Anwendung beschleunigen können. Wir stellen fest, dass wir hier mehrere Begrenzungen haben. Die Flächenbegrenzung hier schlägt hier im Grunde überhaupt nicht mehr zu. Ursprünglich ist diese ganze Situation hier beschränkt durch die Bandbreite. Wir haben hier ursprünglich eine Beschränkung hier durch die rote Kurve und sehen, dass dann für insgesamt größere Cache-Größen wir hier eine Beschränkung haben aufgrund der Leistung. Wenn man sich ansieht, was hier das Optimum ist, dann stellt man fest, dass man hier eine maximale Beschleunigung gegenüber der sequentiellen Ausführung bei 44 Kernen und 128 MB Cache hat. Wir sehen also, dass wir hier von den vielen Kernen, die im Prinzip auf einem Chip Platz finden, einen großen Teil gar nicht nutzen können. Dieses Problem wurde auch schon im Rahmen der Erstellung der ITLS Roadmap dann erkannt. Wir sehen hier, dass bereits in der Analyse 2001 festgestellt wurde, dass die Anzahl der Teile dass die Anzahl der Transistoren, die überhaupt noch am Schalten beteiligt sind in einem bestimmten Zeitabschnitt, dass diese immer kleiner wird und dass damit natürlich die Frage auftaucht, warum sind die Chips überhaupt so groß? Lohnt es überhaupt, so große Chips herzustellen, wenn wir tatsächlich nur einen kleinen Teil der Chips an diesen Schaltvorgängen beteiligen? Wir stellen insgesamt aber fest, dass es eben einen klaren Trend in Richtung von Multiprozessorsystemen gibt. Die Frage ist natürlich, wie programmieren wir diese eigentlich? Denn die üblichen imperativen Sprachen wie C, C++, Java sind vom Grunde her zunächst einmal sequenziell ausgelegt. Sie folgen der sequentiellen Ausführung in der von Neumann-Maschine. Und sie sind von Haus aus nicht ausgelegt für die Programmierung von mehr als einer Maschine. Auch ist es häufig so, dass existierende Anwendungen nicht ausgelegt sind für die Programmierung von parallelen Maschinen. Die Frage ist, gibt es irgendeine Möglichkeit, die vielen sequentiellen Anwendungen automatisch für den Einsatz auf solchen Multiprozessorsystemen zu parallelisieren? Da kann man sagen, man hat versucht, in einem begrenzten Anwendungsbereich, im Bereich des High-Performance Computing, eine solche automatische Parallelisierung durchzuführen. Für manche Simulationen in Physik oder Chemie mag eine solche automatische Parallelisierung mehr oder weniger gut funktionieren. Man muss sagen, für eine allgemeine Anwendung ist eine solche automatische Parallelisierung bislang ein Fehlschlag. Die Frage ist, wie kann man an der Stelle weiter vorgehen? Man kann sich überlegen, ob es prinzipiell andere Berechnungsmodelle gibt, die hier eine Lösung bieten könnten. Man könnte an funktionale Sprachen und funktionales Programmieren denken, denn bei funktionalen Sprachen arbeiten wir seiteneffektfrei und man könnte sich vorstellen, dass man die Berechnung von verschiedenen Funktionen den verschiedenen Prozessoren zuordnet. Man könnte auch versuchen, mit Datenflussgraphen zu arbeiten, dann würde die Verbindungsstruktur in diesen Datenflussgraphen dann explizit beschreiben, wie die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Berechnungen sind und man könnte diese Kanten zwischen den Knoten in einem Datenflussgraphen nutzen, um herauszufinden, wie man dann die verschiedenen Berechnungen synchronisiert.
Signalflussgraphen sind im Grunde Varianten von Datenflussgraphen, die man hier auf eine ähnliche Art und Weise nutzen könnte. Oder man kann sich auch vorstellen, dass man Anwendungen modelliert als eine gewisse Menge von Tasks oder Prozessen und deren Abhängigkeiten darstellt. Und dann wäre es möglich, beispielsweise diese Prozesse hier parallel auszuführen, auf unterschiedlichen Prozessoren dann zu realisieren. Allerdings gibt es hier bislang keine allgemeine Lösung, die jetzt vollständig zufriedenstellend wäre. Man muss sagen, dass wir uns an dieser Stelle in einer etwas riskanten Situation befinden, denn die Prozessorhersteller setzen riesige Summen auf die Nutzung der Multiprozessortechnologie. Es werden sehr teure Fabriken gebaut, die Chips produzieren sollen, die eben sehr viele Kerne enthalten. Auf der anderen Seite ist dann nicht vollständig klar, wie diese vielen Kerne überhaupt programmiert werden sollen. Ich bin damit bei der Zusammenfassung der insgesamt letzten vier Videos angekommen. Wir haben gesehen, dass das Skalieren der Taktrate aufgrund des begrenzten Energieverbrauchs nur noch sehr eingeschränkt möglich ist und dass wir ein weiteres Erhöhen der Performance nur über eine zunehmende Zahl von Kernen oder Prozessoren realisieren können. Wir wollen versuchen, den Energieverbrauch zu senken. Wir wollen insgesamt mit möglichst wenig Energieverbrauch auskommen. Und wir haben gesehen, dass dieses funktioniert durch vollständig oder teilweise heterogene Multicores, die für energieeffiziente Anwendungen offensichtlich besser geeignet sind als reine homogene Multicores. Wir müssen weiter sehen, dass man im Bereich der Anwendungsprogrammierung für derartige Multicores noch eine unklare Situation hat. Man weiß nur sehr eingeschränkt, wie man diese vielen Kerne nutzen kann, was die besten Architekturen sind, mit welchen Sprachen man diese Kerne überhaupt programmiert. Das führt dazu, dass wir sehen müssen, dass wir uns im Moment potenziell am Ende eines Paradieses befinden. Bisher gab es für Programmierer das Paradies, das ständig wachsende Komplexität der Anwendungen immer kompensiert wurde durch eine ebenfalls ständig wachsende Performance der unterliegenden Prozessortechnologie. Es kann sein, dass eine solche weitere Performance der Prozessortechnologie in Zukunft nicht mehr bereitgestellt werden kann, sodass man auf Seiten der Programmierung wieder verstärkt darüber nachdenken muss, wie man etwas sehr effizient realisieren kann, wie man etwas realisieren kann mit den verfügbaren Ressourcen. Dieses beendet dieses Video. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.